ich tatsächlich nicht wirklich reingekommen. In dem hat es wirklich gepasst. Und je länger das Spiel dauert, desto besser wurde die Bewegung. Und herzlichen Glückwunsch zum Titel der Bronzemedaille, Tim Peter. Ja, es war halt nicht glücklich für mich, aber gut, mit Platz 3 bin ich jetzt auch zufrieden, trotz der Dressur und konzentriert reingehen im Court und das hat man heute gezeigt. Ich war vielleicht nicht ganz so agil, wie ich sonst war, nicht die Länge gespielt, die ich vielleicht sonst spielen kann. Und Valentin hat genau das gemacht, was er machen musste. Ohne Furcht in den Court gegangen, hat versucht alles zu geben und hat mich extrem gefordert im ersten Satz. Jetzt ist es so, es wird nicht die Jagd, es ist nicht 215 der Welt, keine Frage, aber es wird nicht leichter. Simon kennt die Situation, er hat das alles durchgemacht. Er stand vor vielen Jahren auch hier auf dem Court, hat sich mal durchgebissen in Deutschland, hat 11 Titel, ich habe jetzt erst 2. Es wird noch lange gehen, 7-1 zu holen. So wird es sein. Ich glaube, alle Spieler, die hier waren, alle Zuschauer, die hier waren, haben ein tolles Wochenende verbringen können. Das fühlt sich nicht nur, wir haben das BSV gelernt. Langes Turnier, großes Feld, man musste viele Runden durch, es kann immer was passieren, so ist der Sport, man kann immer mal rumkratzen, man hat es am Team gesehen, hat sich nochmal durchgekämpft am Ende und ich möchte mich nochmal den Zuschauern bedanken für die tolle Unterstützung. Ich denke, dass Malte und ich uns ein super Finale gegeben haben und nochmal Glückwunsch an Malte, du hast echt ein krasses Spiel geliefert. Applaus ist für dich. Ein